Bitte schön. Ich nehme nur eine Pommes. Gerne. Klein oder groß? Kleine reicht. Auf die Pommes was drauf? Was kostet das extra? 30 Cent. Ach, dann machen wir noch ein halbes Hähnchen drauf. Und ordentlich salzen, bitte. Das ist noch ein schönes Film. Ja. Alexa, mach den Fernseher aus. Ich wollte noch Fußball schauen. Alexa, Fernseher wieder an. Tun dein Fußball. Es ist doch nur noch die zweite Halbzeit. Alexa, Fußballprogramm an. Dann gehe ich aber ins Bett. Okay. Alexa, mach das Licht im Flur an. Gute Nacht. Alexa, mach mir noch einen Kaffee. Ja, Papa. Aber darf ich dann noch endlich ins Bett? Ja, Alexa. Ach, herrlich. Das Beste daran ist, mit Mann muss richtig lange arbeiten. Ja, aber dafür können wir heute den Tag nicht genießen. Ja, Chef? Ja, ich bin auf dem Weg zum Kunden. Werd danach auch direkt zum... Ja, werd danach direkt zu der zweiten Firma fahren. Danke. Locke! Ach, heute ist Fußball. Du, ich werde es leider nicht schaffen. Ich muss bis 19 Uhr arbeiten, habe noch 2 Kundentermine. Jungs. Okay, okay. Bis später. Traumwetter hätten wir auch echt an den See fahren können. Ich weiß es nicht. Jetzt kommen die Jungs schon wieder zum Fußball. Und ich soll auch noch Getränke und Snacks besorgen. Dann tu doch einfach so, als wenn du die erstmäßig gelesen hättest. Das ist schließlich Mädelstag. Ach, du glaubst es nicht. Er ist endlich befördert worden und hat eine fette Gehaltserhöhung gekriegt. Wir fliegen auf die Bahamas. Echt jetzt? Wann denn? Vielleicht kann ich ja auch mit. Ich ruf sofort an. Ja, Schatz? Liebling? Ist das dein Ernst? Nein. Aber ich wollte mal schauen, ob du die erste SMS bekommen hast. Ich würde gerne Geld leihen. Ich wollte aber wissen, wie das hier läuft. Ja, wir sind ein Pfandhaus und wenn Sie einen entsprechenden Pfand hier abgeben, können wir das sicherlich machen. Also ich fliege für eine Woche ins Ausland und ich würde meinen Sportwagen hier als Pfand lassen. Ich bräuchte 500 Euro, würde aber gerne vorher wissen, was mich das an Gebühren und Zinsen kostet. Nur 500 Euro? Genau, mehr brauche ich nicht. Okay, dann gucken wir mal.
Also wenn Sie die 500 Euro in einer Woche zurückzahlen, wären 17,50 Euro an Zinsen und Gebühren fällig. Oh, okay. Das machen wir. Hallo. Ich wollte mein Auto abholen. Gerne. Die 500 Euro. Und die 17,50 Euro als Gebühren. Super. Sie müssten mir hier gerade noch unterzeichnen. Jawohl. Kommt Ihren Autoschlüssel. Und dann sagen wir mal, gute Fahrt. Dankeschön. Eine Frage hätte ich noch. Bitte. Sie scheinen ein erfolgreicher Geschäftsmann. Lassen einen Wagen von über 100.000 Euro hier. Warum in aller Welt muss jemand wie Sie 500 Euro im Pfandhaus holen? Muss ich nichts. Aber sagen Sie mir, wo bekomme ich für eine Woche in so einer Großstadt einen gut bewachten Parkplatz für 17,50 Euro? Meinst du, man muss den Kellner hier noch extra rufen? Der scheint auch keine Lust auf seinen Job zu haben. Ober! Wir würden gerne bestellen. Mhm. Calimera. Die 32 klingt gut. Was ist das genau? Bifteck. Ah? Ist das auch vegan? Mein Freund, bist hier beim Grießen. Bifteki sind Fleischfrikadellen. Ah. Nee, dann doch lieber die 34. Das sieht echt gut aus. Was ist das eigentlich? Souflaki? Veganes Soufflé? Souflaki sind Lammspieße. Nee. Haben Sie denn auch was Veganes? Ja, die 84. Tonero tis frises. Wow, das klingt cool. Was ist das? Leitungswasser. Wissen Sie was? Ich glaube, ich nehme einfach nur eine Limo. Ja, ich dann auch. Zwei Limo. In Taxi. So. Ist da Alkohol drin? Das sind zwei Limo. Das riecht extrem nach Alkohol. Ja. So besser? Und was macht? 23,18 Euro bitte. 18 oder 80? 18. Oh, da kann ich mein Kleingeld suchen. Ganz schön lange Schlange. Steht immer in der falschen Schlange. Entschuldigung, kennen wir uns nicht irgendwoher? Nicht, dass ich wüsste. Dürfte ich mich vielleicht vorstellen? Warum nicht? Ja, danke schön.